die Gewinnerin darf Mike jetzt entweder ein Küsschen geben, falls sie ein zweites Date will, oder das hier ins Gesicht spielen, wenn sie keins will. Das ist Mike, ein guter Freund von mir, und er datet heute 7 Girls gleichzeitig in einem Kostüm. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin Mike und ich bin im normalen Leben Vlogger. Und ich suche eine Frau, die zum Vloggen passt, aber auch zu mir. Und das schauen wir jetzt mal, ob das was wird. Was wird? Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück! Okay, was sind deine ersten Gedanken? Schuhe. Wow. Ob ich hier oder beim Deichmann bin, ist irgendwie das Gleiche gerade so. Na, okay, welche dieser Schuhe fällt dir als erstes ins Auge? Die pinken. Aber ob es gut ist, ist die andere Frage. Die 5. finde ich gut. Ich finde natürlich alle gut. Die 7. nicht? Doch. Kann ich was fragen? Ja. Kandidatin Nummer 1, was sind deine Goals im Life? Mein Beruf, auf alle Fälle. Was ist dein Beruf? Ich bin Maskenbildnerin und Friseurin. Und ja, das Reisen, würde ich sagen. Also jeden Tag so ein bisschen in den Tag hineinleben und genießen. Willst du mitreisen? Nee. Mike, du bist kein Reiser. Doch, ich will das auch mal ausprobieren. Willst du mitfahren? Ja, sicher. Nee, du bist kein Reiser. Doch. Nee. Doch. Kandidat Nummer 2. Mein Goal in Life ist, glaube ich, glücklich sein und so viel wie möglich zu tun, damit ich auch glücklich bin. Was tust du dafür? Auch viel reisen, mit Freunden sein, arbeiten, studieren, Sachen lernen, meditieren. Was studierst du? Content Creation und Online Marketing. Das kann man studieren? Ja. Oh, hätten wir vielleicht auch studieren sollen. Wären wir irgendwo hingekommen. Nummer 3. Boah, also mein Goal in Life war früher eigentlich, ein Buch zu schreiben. Aber damit habe ich mich jetzt eigentlich abgefunden. Und jetzt, glaube ich, will ich einfach nur erfolgreich werden in meinem Job. Und welchen Job hast du? Ich arbeite gerade im Marketing bei Siemens. Aber Marketing ist doch schon gut. Ja. Machst du im weitesten Sinne auch? Ja, alles ist gut, wenn man es liebt. Was wäre ein No-Go-Job? Deiner. Nein, Spaß. Drogendealerin. Also, das weiß nicht, ob es so common ist. Ja. In der Female-Sparte, vielleicht sollte man da auch noch was tun. Quality, weißt du, ich meine. Kandidatin 4, bist du Drogendealerin? Nein, ich bin keine Drogendealerin. Schade. Noch nicht. Aber was natürlich kann auch werden. Aber meine Goals in Life sind generelle Zufriedenheit und auch Mental Health priorisieren, weil ich finde, das ist ein bisschen underrated. Priorisierst du dein Mental Health? Du hast gar keins, ne? Vielleicht brauchst du deswegen genau sie. Ja, ein Ausgleich. Ja. Ja, ich brauche genau die Schuhe. Kandidatin Nummer 5? Also mein Endziel ist natürlich auch glücklich sein, aber mein nächstes kleineres Ziel, würde ich sagen, ist, dass ich endlich mein Studium abschließe. Studium abschließen, passt doch zu dir. Ja, was? Wir zusammen das Ganze beenden. Ja, ja. Wir können gemeinsam lernen. Ich studiere halt Medizin und will Psychiatrie machen, das passt eigentlich. Oh, ja, das klingt gut. Oder man macht sich dann gegenseitig fertig, weil sich jeder voll zu Tode analysiert. Klingt auch nach einem guten Plan, aber du müsstest mich ein bisschen motivieren. Bist du lernst du brav? Ja. Okay, gut. Seit wann bist du in dem jetzigen Semester? Nummer 6. Nummer 6. Mein Goal wäre es wahrscheinlich, meinen bisherigen Lifestyle weiterzuleben. Da bin ich eigentlich ganz glücklich drin. Aber vielleicht auch noch währenddessen berühmt zu werden. Das wäre, denke ich, ganz lustig. Und mein Alltag ist halt aufstehen, bisschen Geschichte lernen und dann feiern gehen. Aufstehen gehört tatsächlich auch zu meinem Alltag. Und aber berühmt willst du werden? Ja, voll. Aber etwas nicht zu anstrengendes. Also ich, so Anna Delvey. Faul. Ja. So Anna Delvey-mäßig wäre schon lustig. Ja, dann würde ich sagen, Ex on the Beach, Too Hot to Handle. Wenn ich keinen großen Scheme hinbekomme, dann wird das wohl, ja. Kandidatin Nummer 7. Ich habe halt allgemein so ein bisschen einen crazy Lifestyle. Ich bin gern unterwegs, bin viel auf Partys, aber bin auch viel zu Hause. Denn wir haben auch einen Bauernhof und wir haben auch Tiere. Also wir haben Kühe. Ein Hund, Hühner. Ich habe eine ganz wichtige Frage an alle. Hat euch in eurem Leben schon zufällig irgendjemand auf der Straße angesprochen, sowas gesagt wie, also, boah, du solltest Model werden. Mach doch mal Modeling. Oh, das ist so eine unangenehme Frage, wow. Nein, Spaß. Nee, ist kein Spaß. Ist auch nicht wichtig. Nee, Mal. Ist ja auch nur. Ich will einfach sehen, wie gut ihr aussieht. Nein. Hat das jemand zu euch schon mal gesagt? Ja, wir müssen das nicht beantworten. Ich schau mich an. Das ist dann der Model und der Freak. Die Schöne und das Biest.
ja, ich meine, alle süße Antworten, ja, alles okay, schön. Schuhe. Ich habe nichts zum Rauswählen. Ich mein, ist ja, das ja aber das muss jetzt einfach so dein Gefühl sein. Stell dich da vor, und wo dein Körper sagt, nein, die schmeißt du raus. Mein Körper entscheidet. Glaub mir. Fühlt sich gut an. Weiter. Ich muss raus. Was? Ja, keine Ahnung. Du hast gesagt, ich soll meinen Körper entscheiden lassen. Ich was? Ich lasse dich jetzt komplett entscheiden, weil ich kann es nicht sagen. Weißt du was, Mike? Ja? Ich weiß, das sind keine Doc Martens, aber du bist nicht so ein Doc Martens-Girl. Ich weiß nicht, was das ist. Hast du gerade gesagt, ich bin kein Doc Martens-Girl? Okay, danke, dass du mir das auch sagst. Du bist nicht der Typ für Nummer 5. Ja, gut. Nummer 5, es tut mir so leid, aber es hat einfach nicht gepasst. Okay. Oh nein! Oh, wir passen voll! Oh. Hallo. Hi, ich liebe dein Kostüm. Ob du es glaubst oder nicht, ich war auch mal ein Hündchen. Wirklich? Ja. Ich habe sogar noch ein Ei. Oh mein Gott, ihr passt so gut zusammen. Ja. Da müsst ihr euch aber connecten. Ja, die Schuhe hatten eh nichts mit dem Outfit zu tun, aber... Aber jetzt im Outfit sehen die Schuhe halt auch voll geil aus. Doch, doch, das passt. Das ist so ein Badass-Queen. Ja, vielleicht sehen wir uns noch irgendwann, da zeige ich dir meine Eier. Ja, das war schön. Dankeschön. Weißt du es? Ja, na ja. Nächste Runde. And damn. Okay, ja, jetzt sehe ich auch, dass wir Kostüm Edition haben. Weißt du? Ja. Jetzt ist es auch einfacher für mich. Stimmt. Ja. Ich habe übrigens Outfit Change gemacht. Ich habe es gesehen. Über den Oscars. Bin amazed. Ein Klimakleber. Und du hast sogar Kleber dabei. Ja. Um deine zukünftige an dich direkt zu kleben. Ja. Mhm. Mike hat sich in seinem YouTube-Video an Klimakleber geklebt. Das klingt jetzt, wenn du es so sagst, klingt es dumm. Das ist auch dumm. Anyway, ja. Ich finde Nummer 5 passt am besten zu dir. Das ist schon ein Vibe. Ach so, ja, eine Warnhose finde ich gut. Wir können uns gemeinsam an die Straße kleben. Kandidatin Nummer 5, hast du Lust, dich auf den Boden zu kleben? Also ja, klar, natürlich. Ich kann mir nichts Besseres an einem Samstagabend vorstellen. Perfekt. Welches Outfit findest du direkt am nicesten? Also wenn du auf einer Party wärst, welches Outfit, da würdest du sagen, ich finde. Nummer 4 erinnert mich ein bisschen an meine Jugend. Ich habe nämlich früher getanzt, Turniere getanzt. Das ist sehr männlich, will ich auch an der Stelle feststellen. Das ist ein Leistungssport. Okay. Ja. Okay. Brauchst jetzt gar nicht mich so, okay, brauchst gar nicht so laut werden. Ja, finde ich gut. Ich finde Nummer 1 finde ich interesting, weil ich nicht weiß, was es ist, aber ich glaube, das erfahren wir noch. Mhm. Finde alles cool. Also bei Kandidatin Nummer 1, was könnte sie sein? Vampir. Ein Vampir ist ein Umhang, ne? Achso, haben die keinen? Ja, doch. Ja. So, Nummer 2, a maid. Oder Schneewittchen. Findest du so ein Onesie-Chicken besser oder so ein süßes Kostüm mit hohen Hacken? Onesie-Chicken. Echt, findest du besser? Mhm. Aber weil du so ein cozy Typ bist. Ja, ich ein Fettsack bin. Spaß. Das ist nicht Chicken für dich, sondern fürs Girl. Kandidatin Nummer 3 ist auch lustig. Ich, Leo. Ja, finde ich interesting. Was glaubst du ist Nummer 5? Klimakleber. Das klebt doch auf der Hand. Ja, Nummer 6 habe ich keine Ahnung, was das ist. Sei doch mal ein bisschen kreativ. Also Buchhalterin. Bestimmt. Aus einem ganz besonderen Film. Achso. Jetzt deine darf Frage. Man das ich weiß nicht, ob man das fragen darf. Sag. Linker Fuß nach vorne oder egal welcher Fuß nach vorne, wenn ihr raucht. Okay, weil das ist für mich so eher so ein No-Go. Gestern hast du gesagt, es ist ein No-Go, nicht zu rauchen. Was? Ja, das war ein... Ja. Mhm. Ich mag auch direkt so ein Röstaroma beim Küssen, weißt du? Seid ihr Partyraucher oder tatsächlich Kettenraucher? Partyraucher. Ja, Partyraucher. Ich selbst identifiziere mich als Partyraucher, ja. Mhm. Ich bin auch eher so der Partykleber nur. Nummer 5? Ja, also bei mir, ich rauche vermehrt auf Partys, aber ab und zu auch in der Uni. Die raucht und klebt sich in die Straße. Rebell. Ja, aber dann klebe ich so daneben. So. Dann kann ich nicht weg. Das ist das Problem. Ich habe eine gute Frage. Und zwar, was ist eure persönliche Red Flag? Kandidatin Nummer 1? Ja, also ich habe da ein paar. Also ich hasse es, wenn man mir nicht zurückschreiben kann. Ich verstehe es nicht. Es gibt so Leute, die lesen das und die schreiben einen einfach nicht zurück. Und was ich noch hasse, ist, wenn Menschen am Boden spucken. Ja, ja. Zurückschreiben ist nicht meine Stärke, aber Bodenspucken bin ich voll dabei. Das ist ekelhaft. Ich hasse ein bisschen Typen, die nicht so, oder allgemein Menschen, die nicht zu ihrer eigenen Meinung stehen können. Sehe ich aus, als würde ich nicht zu meiner Meinung stehen. Aktuell. Nee, bist du aber auch so nicht. Ohne deine Liste. Ich bin stich schon zu meiner Meinung. Ja. Nummer 3. Eine Red Flag ist definitiv Ungepflegtheit. Ich mag es, wenn ein Mann zum Beispiel gut riecht. Ist mir. Ab wann riecht man schlecht? Also wo ist noch so der Grad? Naja, wenn du 3 Tage nicht duscht, dann ja. Nummer 5. 4. Meine persönliche Red Flag bei Typen ist, wenn sie oberflächlich sind. Ich hatte zum dir, der gerade gefragt hat,
Wurdet ihr schon mal als Model angesprochen? Ja, aber du weißt, ich bin nicht oberflächlich. Wie du weißt, gut seht ihr aus? Mein Self-Esteem ist so tief, dass... Na. Kandidat Nummer 5. Ja, also meine Red Flag bei Typen ist, wenn sie so eine Art Control-Freak sind. Also ich kann das halt gar nicht, wenn mir jemand jetzt sagt, was ich zu tun habe und was ich nicht machen darf. Also ich bin da, ich brauche meine Freiheiten. Mhm. Ja, du auch. Ja. Und Kandidat Nummer 6. Ich finde es extrem unsympathisch und nicht wirklich sexy, wenn jemand unmotiviert ist im Leben, keine Ziele hat. Warum hast du gerade auf mich gezeigt? Nee, ich hab verdeutlicht, dass ich zustimme. Ah, sehr gut. Ja. Okay. Best auf diesen Fragen musst du jetzt eine auswählen. I'm sorry. Hey, weil, könnt ihr nicht in einem Wort eure Red Flag einmal kurz? Nummer 1. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Nummer 2. Ich bin sehr schnell genervt. Nummer 3. Ich bin crazy. Crazy. Okay, Nummer 4. Overthinking. Same. Nummer 5. Chaotisch. Nummer 6. Zu organisiert, manchmal. Zu organisiert. Das ist aber eine Green Flag für dich. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, super. Ich glaube, Nummer 5 ist nicht gut für mich, weil ich bin so chaotisch. Ich glaube, ich brauche so einen Gegenpol. Ja, da hast du ja mit mir dann Glück, hä? Ja, aber... Aber ja, alles klar. Ja. Dann Kandidat Nummer 5. Ja, dachte ich auch. Du bist also doch keine Klimakleberin. Nein, ich bin ein Gefängnisinsasse. Bist du da mit Drogen reingekommen? Nein, was ist, das sage ich nicht. Das ist okay, es sieht mega gut aus. Dankeschön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Ciao. Wehe, einer schreibt ihr. Spaß. Kein Spaß. Oh, das war eine Fehlentscheidung. Nächste Runde. Oha. Ist das doch kein Vampir. Harry Potter. Mhm. Guckst du Harry Potter? Ich hab's zweimal geschaut und hab mir nichts gemerkt. Ich hab mir beim ersten. Ja. Du magst kein Harry Potter. Das ist komplett krank. Was hältst du von Kandidatin Nummer 1? Perfekt. Ich liebe Harry Potter. Kandidatin Nummer 2, was glaubst du bei ihr? Ich weiß immer noch nicht. Ist doch ein Maid, oder? So ein. Ein Engel vielleicht. Sind das blaue Haare? Glaubst du, sind die gefärbt fürs Kostüm oder sind die echt blau? Nee, die sehen schon Nein. echt aus. Nee, die sind echt blau. Wie krass. Stehst du zu bunten Haaren? Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Das ist auch gut. Immer noch die Tänzerin in meinem Kopf. Also richtig Tänzerin? Gut Figur. Ich bin keine Tänzerin. Ist keine Tänzerin. Kann ja noch werden. Aber Bombe Figur. Damn. Ja, und Nummer 5 ist immer noch Buchhalterin. Nummer 5 ist so sexy Sekretärin. So, Barbie. Barbie. Oh, Barbie. Du? Ich wollte es am Anfang nicht sagen, weil das kommt dann wieder so. Und ich will hier ja nicht anecken. Hast du eine Frage? Kandidatin Nummer 1, wurde dir schon mal das Herz gebrochen und wenn ja, wie? Also ja, aber es war halt nicht so eine direkte Beziehung, sondern mehr so Situationship. Und am Ende ist halt leider nichts draus geworden, beziehungsweise hat eine andere im Start und ja, yeah, so I'm broken hearted. Ist er fremdgegangen? You're still broken hearted? Nee, mittlerweile happy. Bin happy single, kann ich nur sagen. Hat es nicht gepasst oder ist er fremdgegangen? Ja, man kann so sagen, er hat halt eine andere nebenbei gehabt und hat mir halt nichts gesagt, so, obwohl wir gesagt hatten, wir spielen mit offenen Karten, aber ja, so war es halt dann doch nicht. Damn, er wird dich nicht betrügen. Das really? Ist voll für. Ah, das ist ja super, dann matchen wir ja. Ich habe zu wenig Riz, wie die Jugend heutzutage sagt. Okay, Kandidatin Nummer 2. Ich würde nicht sagen, dass mir schon mal das Herz gebrochen wurde. Ich glaube, ich breche eher die Herzen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber hast du wirklich jemandem schon das Herz gebrochen? Ich denke, bestimmt. Aber so richtig? So richtig? Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, die wollen danach nicht mehr mit mir reden. Hast du schon mal einen Boy next door, so einen besten Freund gehabt, der dir dann deine Gefühle gestanden hat und da hast du gesagt, sorry, wir sind nur Freunde und ihn dann 2 Monate lang geghostet und dann nie wieder zurückgeschrieben und dann werdet ihr langsam wieder Freunde, aber es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher. Tatsächlich ja. Das war ja nur eine hypothetische Frage jetzt. Nummer 3. Ich durfte leider schon ein bisschen was miterleben. Also ich wurde schon betrogen, ich wurde schon geghostet, ich wurde schon stehen gelassen ohne Grund. Hin und wieder gibt sich auch, dass dann eine andere geschwängert wird oder so. Oh! Da wissen wir auch, wo die blauen Haare herkommen. Vermutlich ist das Drama, von dem wir gesprochen haben. Kann das sein, dass 50% der Frauen schon betrogen wurden? Ich finde das so krass. Das käme mir nie in den Sinn. Echt? Ja, Nummer 4. Ja, mein Herz wurde auch schon gebrochen, aber eher, weil ich hopelessly romantic bin und deswegen so high standards. Und dann konnte das halt nicht so erfüllt werden, auch von mir. Und deswegen waren schon ein paar Heartbreaks dabei.
Also, wenn du hopeless romantic bist, musst du den Romantic-Teil übernehmen, weil... Ich bin sehr romantisch. Ich habe Rosen dabei. Sorry. Wow. Ja. Echt? Mike, warum hast du Rosen dabei? Für A. Für die romantische Ader, weil du die Mädels alle so liebst. B. Für YouTube-Content. C. Weil du es bei irgendjemand anderem gesehen hast, weil es funktioniert. Ich würde B oder C sagen, beides. Für mein Thumbnail, für mein Video. I knew it. Okay, Kandidatin Nummer 5. Ja, sicher wurde mir schon mal das Herz gebrochen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch irgendwie dankbar, dass das alles passiert ist, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Amen! Doesn't kill you makes you stronger. Yes. Ich liebe diese Antwort. Wen würdest du rausschmeißen? Du musst jetzt. Das Problem ist, dass Nummer 2, du wirst es jetzt nicht glauben, aber ich habe schon mal sowas erlebt. Meine beste Freundin, so, Charlotte, Lena. Es tut immer noch weh. Spaß. Kein Spaß. Aber ich glaube trotzdem, Nummer 3 ist mir ein bisschen zu crazy. Aber deine Entscheidung. Kandidatin Nummer 3. Du bist leider raus. Hallo. Deine Haare sehen voll gut. Ja, die schauen echt cool blau aus. Voll gesund, auch dafür, dass du sie immer färbst. Ja, schon. Ja. Ja. Gib mir Mühe. Ich pflege sie. Und nicht schwanger, und das ist gut. Und nicht schwanger. Ja. Sehr gutes Make-up. Dankeschön. Ja. Danke, danke. Ich finde das Einhorn toll. Echt? Ja. Okay. Das ist mein drittes Outfit heute. Ja. Ihr wärt wie die perfekten Tiere zusammen gewesen. Okay, danke, dass danke. Du da warst. Tschüss. Boah, ihre Haare sahen so krass gesund aus. Ich schwöre dir, wenn ich blond wäre, ich würde jede Woche anders färben. Huh. Okay, Quickfrage. Welcher Typ aus den deutschen Medien wäre so ein No-Go für euch? Ja, Leon Mascher, den kenne ich noch von früher. Der war so ein sehr komischer Dude. Ja, Grüße gehen raus. Kandidatin Nummer 2? Thomas Gottschalk gar nicht. Matthias Schweighöfer auch. Ich find ihn einfach, like, er nervt mich einfach ein bisschen. Ja, der nervt mich auch. Ja, voll. Ich wollte es gerade sagen, nervig. Oh, das war eine super Antwort von Kandidatin Nummer 1. Ich glaube, ich gehe damit zu einem Freund, ApoRed. ApoRed. Kandidatin Nummer 4? Sagt dir Oliver Pocher was? Das geht gar nicht. Mit Matthias Schweighöfer hast du am meisten gevibed. Das Problem ist, wie sehr Harry Potter-Fan bist du? Ich werde jetzt bestimmt voll Hate abbekommen, aber ich habe leider noch nie Harry Potter angeschaut. Ich habe es probiert anzufangen mit dem ersten Film, aber ich habe einfach das Kostüm ausgewählt, weil es nicht so, also es sah ganz gut aus, aber... Also da hat sie sich noch gerettet. I'm sorry, I'm not a Harry Potter-Fan. Wir sind so extrem Harry Potter-Fans suspekt. Okay, du musst jetzt trotzdem eine rauswählen. Eine davon muss ja, es sein. Es tut mir leid, aber Kandidatin Nummer 1. Rauswählen. Echt? Sorry. Vielleicht triggert mich einfach Gryffindor. Dann Kandidatin Nummer 1, komm bitte hervor. Hallo. Sorry. Hi. Auch schöne Haare und die riecht ja, gut. Schön. Was bedeutet dein Tattoo? Das ist Geburtsdatum von meiner Mama. Oh. Ja, ich habe da auch noch ein großes, so ein ähnliches wie du. Echt? Mhm. Willst du zeigen? Ja, klar. Zieh dich aus, kleine Maus. Oh, wir haben beide... Was? Ja. Oh mein Gott, ihr habt beide wahrscheinlich gestochen und. Ihr habt beide wahrscheinlich auch gestochen und habt euch gedacht, ich bin so unique. Das hat niemand. Nein? Nein? Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Cool, dass du da bist. Ciao! Wir sind jetzt im Semifinale. Wenn ihr ihn auf ein Date einladen würdet, wie sähe das aus? Kandidatin Nummer 1? Für Dates auf jeden Fall nicht sowas wie Kino oder so, weil da kann man ja gar nicht reden. Aber viel lieber sowas während dem Tag, das ist auch weniger creepy irgendwie so. Ein bisschen so nachts alleine mit einem Typen rauszugehen, den du nicht kennst. Auf Nummer sicher gehen ist immer gut. Kandidatin Nummer 2? Ich finde es voll cool, wenn wir irgendwas entertaining machen. So zum Beispiel, wir gehen in so einen Freizeitpark oder so und machen dann so voll den coolen Tag und haben voll Spaß. Oder voll schreien auf der Achterbahn. Achterbahn bin ich raus? Ich habe Höhenangst. Loser. Joking. Sophie judging me for 10 minutes straight. Und Kandidatin Nummer 3? Ich würde etwas Einzigartiges planen, wie zum Beispiel auf ein Konzert gehen von einer Band, die wir beide noch nicht kennen, wo wir auch ein bisschen Adrenalin haben und zusammen etwas Neues erleben. Das fände ich cool. Süß. Okay, welche von den drei Antworten hat dich am wenigsten überzeugt? Es tut mir leid, Nummer 2. So sorry. Oh mein Gott, sie hat Flügel, jetzt sehe ich es erst. Trotzdem. Okay. Hallo. Hi.
I'm sorry. Alles kein Problem. Schön, dass du da bist. Siehst super aus. Danke. Ja, ich gehe als Wings. Das ist richtig cute. Victoria's ich komme Secret Model mit okay. dem auch das. Ja, stimmt. Kann er noch kommen. Ja, willst du dein Instagram sagen und dann einen Model Walk rausmachen? Weil ich weiß nicht, ob ich den so gut kann, aber mein Instagram ist Carla Wue. Bam, 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 bam. Woo! Krass, sie hätte echt gut Model werden können. Okay, Finale. Wenn ihr Mike kennenlernt und ihr merkt, oh, es passt ganz gut, wie würdet ihr ihn verführen? Kandidatin Nummer 1? Verführen? Das mache ich gar nicht so aktiv. Das passiert einfach. Also meistens muss man sich da gar nicht so Mühe geben, finde ich. Aber also, bist du nicht auch diejenige, die Herzen bricht? Ja, aber da versuche ich das ja nicht, sondern es passiert einfach. Ja, ist doch gut. Das ist die Ausstrahlung dann. Hm, ja. Stimmt. Und Kandidatin Nummer 2? Ich weiß nicht, ich habe schon eine flirty Personality, aber vielleicht irgendein schönes Outfit, Candlelight Dinner, paar Rosen am Bett, you know what I'm saying? Cute! You know what I'm saying. You know what I'm saying. Du musst dich jetzt zwischen eine von den beiden entscheiden. Ich habe mich schon entschieden. Echt? Ja. Sag's mir. Soll ich leise sagen? Ja. Okay. Willst du das wissen? Willst du haben? Ja. Süß. Was will ich haben? Das klingt jetzt ganz gut. Ja. Cool. Wen wählst du raus? Nummer 2. Dann Kandidatin Nummer 2. Du kannst hervorkommen. Hey! Hallo. Krass. Hallo. Sorry. Kein Stress. Alles gut. Ja. Aber nur mit den Schuhen. Hi. Schön, dass ihr da bist. Ohne Schuhe bin ich ein bisschen kleiner. Wie groß bist du? 1,80. Bisschen größer. Modelgröße. Ja. Ja. Ich habe auch schon gemodelt. Also. Okay, nice, krass. Willst du uns mal einen Modelwalk zeigen? Warte. Da gehe ich direkt mit. Spaß. Ja. Gehe ich direkt mit. Ja, dann ist man auch direkt mit Model. Ja. Du wärst eingeschüchtert von ihr, oder? Ja. Was ich dann? Jetzt? Nein, stopp. Ich habe mir was überlegt. Ich habe mir gedacht, ich mache es so ein bisschen spannend. Weißt du, ich meine? Ich habe eine Augenbinde. Und die setze ich mir auf und ich sehe sie nicht, wenn sie rauskommt. Weil ich will auch wissen, ob diejenige, die hier ist, nicht für die Instagram-Follower da ist, sondern für die wahre Liebe. Ob es ein zweites Date gibt, kann sie dann entscheiden, indem sie mir entweder ein Küsschen gibt oder eine Torte ins Gesicht. Hast du eine Torte bei? Ja. Wo ist die Torte? Also die Gewinnerin darf Mike jetzt entweder ein Küsschen geben, falls sie ein zweites Date will, oder darf sie ins Gesicht spieren, wenn sie keins will. Du kannst hervorkommen. Hallo! Na, schön, dass du da bist. Und guck ihn dir mal an. Nein! Ungünstig. Entschuldigung. Alles gut? Leider ist er mir ein bisschen zu klein. Was? Ich? Ich bin 1,83. Vielleicht könnt ihr ja Freunde werden. Ja, voll. Ja. Ein platonisches Händehalten. Okay. Geht hinfort. Wie war das Instagram nochmal von der einen? Schade.